Willkommen zu dieser fantastischen Ausgabe von Moin Moin. Wir dachten uns, Leute, heute ist so ein schöner Tag, die Sonne scheint. Warum denn immer drin sitzen? Warum denn immer in diesem muffigen Studio sitzen und über alle Sachen reden? Wir gehen heute... Eddie! Hey, Florentin! Was hast du denn hier? Hi, Alter, was machst du? Ich dachte, ich mach Moin Moin. Wie geil, du machst heute Moin Moin? Das ist ja dein Moin Moin. Ja, ich habe auch ein Mikrofon angezogen, weil ich dachte, ich mach Moin Moin. Aber bist du denn unterwegs oder was? Wo fährst du denn hin? Ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs hier. Kann ich mitkommen oder was? Kann ich hinten aufsteigen? Ja, klar. Ja, geil. Ja, guck mal, ich habe einen zweiten Sitz so. Aber lass den Sattel bitte frei. Ja, ja, klar. Okay. Alles klar. Wo willst du denn hin? Ey, hast du Bock, heute mal schön einen kleinen Ausflug ans Wasser? Ja, ein bisschen Entspannung, ein bisschen die Sonne genießen, ein bisschen relaxen, bis auf den Rücken legen? Nee. Hast du Bock? Null. Nee? Ja, McDrive? Klar. Oder McDrive? McDrive. Geil, ey. Mega gut. Ich würde sagen, ab zur Elbe. Ab zur Elbe. Ich habe keine Ahnung, wo die Elbe ist, aber wir finden sie schon. Das ist ein Berg hier in Hamburg. Immer den Möwen nach. Ja, da komm. Okay, los geht's. Ich bin gespannt. So, können wir das auch mal, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Das hier ist der Kamerawagen. Da darf der Jörg gleich reinklettern. Hier wird Jörg gleich reinklettern und uns verfolgen. Das wird großartig. Okay, los geht's. Ich sag's schon mal, ne? Ich fahre unfassbar schnell. Also ich bin... Auf dem Fahrrad eine Maschine. Aber wie sieht deine Tandem-Erfahrung aus? Bist du schon mal Tandem gefahren? Ich bin noch nie in meinem Leben Tandem gefahren. Du? Ich glaube, ich bin einmal vor 20 Jahren Tandem gefahren. Ja. Und das Geile ist, ich habe mich gerade eingecremt mit Sonnencreme und ich kann die Gangschaltung nicht mehr bewegen, weil ich immer abflitsche. Also es wird alles im ersten Gang gemacht. Also, ich lasse dich mal ein bisschen... Du musst sagen, wenn du Unterstützung brauchst. Ne? Also ich bin sozusagen der Boost. Ich bin der Boost. Nein, nein. Wenn du sagst, ich brauch ein bisschen Power, dann gebe ich Gas. Nein, nein, nein. Also ich habe die Verantwortung des Lenkens. Richtig. Du bist der Motor. Ich bin der Boost. Also wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Du bist nicht der Boost, du bist der Antrieb. So wie bei Need for Speed. Ich fange nur an zu treten, wenn es aufwärts geht. So bei Need for Speed, wenn man sagt, oh, die letzte Runde jetzt nochmal schön Power, dann geh ich rein. Nee, bei Need for Speed die R1-Taste. Das ist die R2-Taste, Mann. Ich bin eher der Boost. R2-Taste. Ich bin Drift. Ich mach den Drift. Los geht's. Weil das ist ein Truck, Mann. Da ist ein Truck. Guck mal, da ist schon eine Sprungschanze. Wir fahren da rein. Vorsicht, das würde. Achtung, gib Gas jetzt. Mach. Okay, fahr. Okay. Oh, ist das so komisch, nicht lenken zu können. Okay. Es funktioniert. Alles klar. Das funktioniert. Guck mal, hey! Ey, das funktioniert wirklich. Okay. Boah, das ist aber echt nicht so einfach. Aber müssen wir uns auch so in die Kurven legen, wenn wir Kurven machen? Weil das ist ja nicht so leicht. Sag mal, wie ist denn das? Müssen wir uns an die Straßenverkehrsordnung halten oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt keine Tandemverkehrsordnung. Wir müssen das nicht. Das passt schon. Also müssen wir auf dem Fahrradweg oder so? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir auf die Straße fahren. Es wäre besser, wenn wir auf die Straße fahren, glaube ich, Eddie. Ah, okay. Alles cool. So, soll ich mal treten jetzt? Wie, du trittst die ganze Zeit noch nicht, oder was? Komm mal, jetzt gib mal ein bisschen Gas. Wow, es ist rot, es ist rot, Vorsicht. Es ist rot, es Vorsicht. Ist rot. Wir Vorsicht. Halten uns an die Straßenverkehr. Ach nee, wir sind ja auf dem Bürgersteig. Es ist trotzdem rot. Hier ist ein Fahrradweg. Was machst du, was machst du? Komm. Hier. Was machst du denn? Weil ihr bei der Klinge gefahren, Mensch. Wieso blockiert? Du hast ein bisschen... Ja, entschuldige, wir haben gerade einen Unfall. Moin, morgen. Du musst ein bisschen dran denken, dass du hinter dir noch zwei Meter Menschenmasse hast. Ich wäre dagegen gedotzt. Nein, du hast blockiert. Ich konnte nicht mehr... Du kannst dich einfach stoppen. Ich will einen Helm. Nein, willst du ich nicht. Ich fahre keinen Meter weiter, nein. Wenn ich keinen Helm habe. Nein, dann höre ich auf. Ey, wenn nicht ein bisschen Risiko dabei ist, ist es wie beim Sex. Wenn nicht auch ein bisschen was schief gehen kann, dann macht es auch keinen Spaß. Also, los. So. Bist du da? Ja. Okay. Jetzt geben wir mal richtig Gas, oder? Sag mal, der Sattel ist viel zu niedrig für mich. Guck mal, wir können hier auch in den Bus umsteigen. Das ist mal ein bisschen entspanntes Tempo. Guck mal, das ist entspannt. Das ist wirklich entspannt. Morgen. Das ist wirklich entspannt. Sowas schon mal gesehen. Morgen. Ja gut, es ist nur ein Tandem, aber trotzdem.
sieht man nicht alle Tage. Als es hieß, wir machen heute Tandem-Tour, dachte ich eigentlich, jeder kriegt sein eigenes Tandem. Eine Tandem-Tour. Vor allem, man kann gar nicht treten, weil in dem Moment, wo du trittst, trittst ja bei mir vorne auch. Habt ihr gesehen? Die ist völlig verkehrt gefahren. Die war gegen die Regeln. Ich will es nur mal gesagt haben. So, jetzt hier, Achtung. Ey, wir werden sowas von Unfall bauen, aber zum Glück haben wir es auf Kamera. Also für den Fall, dass wir stürzen an Jörg, voll drauf, nicht irgendwie so ein auf, oh, wir können das nicht zeigen, voll drauf auf die schmerzverzerrten Gesichter. Aber vielleicht auch Hilfe leisten. Ein bisschen Hilfe, aber wir können das alles teuer verkaufen an Live League. Das ist immer viel wert. Das stimmt, das stimmt. So, morgen. Da kommt die Post, sehr schön. Okay, warte, warte, stopp. Wir fahren hier über die Ampel. Wir müssen ja uns an die Regeln halten. Oh, das ist rot. Ich sehe, dass es rot ist. Rot. Ich kenne es doch. So. Oh, Vorsicht. Kann man den Sattel ein bisschen höher machen? So, weißt du, ich glaube, es wäre langfristig gut, wenn wir ein bisschen mehr Platz hätten, oder? Hey, Leute. Ja, wir fahren. Vorsicht. Da geht's zur Elbe. Nein, ich glaube, rechts ist die Elbe. Nein. Wirklich? Das ist natürlich, mir vorhin da ist die Elbe. Nein, du hast ja ich gar keine Orientierung. Ich erkenne das am Flug der Möwen. Wo denn? Da, ein Baum. Da wohnt der Nils. Sollen wir Nils besuchen? Wirklich? Ach, das sollte man vielleicht nicht sagen. Ne? Der wohnt hier irgendwo. Weiß ich nicht genau. Ich kann nicht mehr. Wir können bei Nils kurz. Kann nicht mehr. Achtung. Ich kann mich nicht mehr. Oh, die Anfahrt müssen wir echt noch üben. Du musst einfach treten. Ich trete. Treten. Tret doch. Tritt, meine ich. Vorsicht, fahr mal freihändig. Bist du verrückt? So, Achtung, halten. Stopp. Pause. Komm schon, einen sauberen Start. Wir legen sauberen Start hin. Wo ist denn da der Fahrradweg? Das schmale da? Ja. Okay, go. Hier, so kommen wir da nicht rum. Fahr. Warte. So, Achtung. Wir fahren hier. Achtung, Kinderwagen. Tritt. Ey, das ist verboten. Das ist wirklich verboten. Tritt. Jetzt gib doch mal Gas. Achtung. So, das ist unser Weg. Okay, sehr gut, so geht's weiter. Mach mal einen Wheelie. Achtung. Ey, wir machen heute noch einen Wheelie, okay? Ey, das ist hier richtig gefährlich, weil das ist Sand. Ja, guck Sand mal. Ist richtig gefährlich. Ja, hier, guck, hier ist Sand. Achtung, jetzt wird's okay, schwierig. Achtung, mach ein Duckslide. Hast du den Stein gesehen, Alter? Geil. Da war ein Riesenstein. Gut, sauber gemacht, Eddie. Hast du den Riesenstein gesehen? Stark. Ehrlich gut. Gesagt, bin ich mir gar nicht sicher, ob das hier der Fahrradweg ist. Richtig gut, Eddie. Oh, wir haben unsere Kamera verloren, glaube ich. Ja, warte. Wir bremsen. Sind die echt weg? Ja, wo sind die denn? Warte. Bleib mal stehen. Stopp. Ah doch, da sind sie. Alles okay bei euch? Alles gut. Die, okay. die fahren ja den viel besseren Weg. Okay, egal. Und treten, du musst treten. Warte. Okay, gleichzeitig mit dem rechten Bein, okay? Und eins, tritt. Zwei, drei, tritt. Ja, tritt. Schön. Tritt. Ja, das war wunderschön. Florentin, hey. Yes. Oh, sehr gut. Vorsicht. So, wir müssen aber auch, wir müssen ja auch an die Zuschauer denken. Und was, Vorsicht. Was kannst du gerade momentan irgendwelche, oh, da vorne ist ein Flaschenhals. Wir müssen hier rüber. Rüber. Achtung, Bordsteinkante. Achtung, ja. Was guckst du gerade für Serien, Florentin? Achtung, Vorsicht. Gibt es serientechnisch? Simpsons. Okay. Dritte cool. Staffel Simpsons. Dritte ich Staffel. Ansonsten habe ich jetzt die erste Staffel It's Always Sunny in Philadelphia beendet. Jetzt erst? Sehr gut. Mega gut. Richtig gut. Ich habe immer wieder so Ausschnitte gesehen, so das, was man halt kennt. Kennst du die Story dahinter, dass die das halt alles so in Eigenregie und so? Ja. Mega gut. Nee, richtig gut. Die ersten sechs Staffeln sind richtig gut. Es gibt aber auch immer mal ein paar schlechtere Folgen, aber insgesamt ich fand mega die gut. Erste Staffel durchgehend stark. Ja. Und ich habe Bock auf mehr. Vor allem ist es ja Danny DeVito noch gar nicht dabei, ne? Nee, der kommt erst in der zweiten. Der kommt erst ab der zweiten. Danny DeVito ist so Star Power, aber erste Staffel kommt natürlich. Oh, das ist eine Demo. Das ist eine Demo. Da machen wir mit. Das ist eine Demo. Gegen was sind die? Ist egal. Wir sind auch dabei. Leute, wir sind dabei. Hier ist eine Demo, Freunde. So geht's nicht weiter. Das kotzt mich an. Was ist das hier? BN. Wollen wir mich mal kurz anhalten? Ja, warte. Okay, stopp. Warte, nicht hier, nicht. Achtung, da ist Polizei. Vorsicht, oh shit. Oh fuck, was ist hier los? Hier ist Polizei. Entschuldigung, dankeschön. Wir sind unpolitisch. Dankeschön. Was ist ZDF? Das ist unsere Chance jetzt hier. Okay, jetzt können wir groß werden. Okay, Entschuldigung. Einen Moment. Achtung, es sind schwere politische Zeiten. Tut mir leid. Mach mal kurz den Ständer raus. Lass mal die Dame durch.
Entschuldigung. So. Das ist. Erste Haltestelle, Welt verändern. Guck mal, da wird sogar der Interview. Guck mal, das sind auch deine Freunde alle. Kennst du die alle? Schau mal, das ist ein echtes Interview. Guck mal, das sind echte Medienprofis. Vor allem, die denken jetzt, dass wir hier auch filmen wegen der Demo, weil alle hier wegen der Demo filmen. Weil hier sind fast mehr Reporter als Demonstranten. Alter. Wir könnten theoretisch einfach uns den Polizistenstamm auch ein paar Fragen stellen. Ja klar, natürlich. Hast du irgendeine Presseakkreditierung oder sowas? Brauchst du nicht. Der denkt einfach, du bist ein weiteres Kamerateam. Geh mal hin und mach ein Interview jetzt mit ihm. Los. Aber ich weiß nicht, warum. Dann fragst einfach, wir fragen erstmal, worum es geht. Morgen. Tempo 30. Auf Autobahn, glaube ich, das Ziel. Verdrängen ist auch. Komm, wir mischen uns einfach mal rein. Wirklich, die haben so klassisch so Pappschilder, wie man sie so sonst noch aus so amerikanischen Filmen kennt. Also, wir können erstmal eine. Wir haben einmal Friends of the Earth, Bund Jugend und irgendwas mit Tempo 30. Also nee, das ist, guck mal, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Bund. Das ist der Bund sozusagen. Ich finde, wenn du bei einer Demo nicht innerhalb von 40 Sekunden verstanden hast, worum es geht, ist eine schlechte Demo. Du brauchst aus Merkel raus. So. Okay, check ich. Verstehe ich. Wieso haben die denn alle Mundschutz? Wegen den Reportern. So. Du weißt ja, die sind immer so ein bisschen Kaffee. Die haben ganz viele haben hier einen Mundschutz. Guck mal, hier ist NDR, ist da. Sat1 ist alle hier dabei. Alle hier. Frühstücksfernsehen. Das ist alle hier. Lass uns mal. Das ist die Konkurrenz. Das ist die Sat1 Frühstücksfernsehen. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt hier auch eine Duftmarke zu hinterlassen. Was ist mit den Sat1? Meinst du, der Typ ist ein echter Polizist? Nee. Das sind alles Tripper. Ich glaube, das ist ein riesiger Stripper-Polizisten. Ich weiß es nicht. Darf man Polizisten filmen? Gibt es da irgendeine. Natürlich. Ja? Hallo, wir leben im freien Land. Wir machen hier Revolution, wir machen Putsch. Ich glaube, das ist kein echter Polizist. Wir haben schon mal das gleiche Kostüm benutzt für Game One. Ich glaube das nicht. Guck mal, der schreibt da seine Moderation noch um. Saubere Luft für alle. Ach du Scheiße. Wir gehen davon aus, dass deutlich mehr Menschen im Stadtteil leben, wo die Grenzwerte überschritten werden. Was ist das? Placebos? Placebos. Oh, okay. Ist das hier eine Demo gegen Globuli oder gegen was? Ich glaube, es ist eine Demo gegen Sat1, oder? Ich glaub, zu Recht. Oder gegen die Band Placebo. Kennst du noch die Band Placebo? Ja, Placebo, habe ich die immer genannt. Placebo. Die war für mich immer Placebo. Placebo. Lieblingsband Placebo. Ich glaube, in der Zwischenzeit wird unser Tandem geklaut einfach. Ah, guck mal, jetzt wird es ersichtlich. Jetzt verstehe ich. Ü30. Ach, Loving. In Klammern KMH. Ü30. Wollen wir die mal interviewen da hinten? Komm, lass mal kurz fragen, worum es geht. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Entschuldigen Sie. Hallo, guten Tag. Das ist Etienne Gallet von Rocket Beans TV. Können Florentin wir Will vom Neo Magazin und von Rocket Beans. Gegen was sind Sie? Gegen was? Also Sie protestieren noch gegen etwas. Wir protestieren in erster Linie für etwas, nämlich für saubere Luft. Es geht also nicht darum, gegen etwas zu sein. Doch, Sie sind dann gegen schmutzige Luft. Ja, das ist immer eine Frage der Ansicht. Ja, aber wir sind ja insgesamt positiv und wir wollen gute Luft, weil wir Luft atmen müssen. Das ist richtig. Und da geht es einfach darum, der Diesel ist die Hauptproblematik. Und wenn da so 600 Meter gesperrt werden, wenn man sich das mal anschaut, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also sind Sie gegen Diesel? Gegen Dieselautos? Für alle Autos, die nicht Diesel sind? Nein, das ist ja jetzt in den Mund gelegt. So kann man das ja auch nicht machen. Ich versuche es nur rauszufinden. Ich will niemandem was im Mund nehmen. Also wir sind für eine ökologische Art der Mobilität. Das ist in Hamburg auch gut möglich, weil wir eine große Stadt haben. Wir haben einen sehr gut ausgebauten ÖPNV. Wir brauchen natürlich auch bessere Bedingungen für Fahrradwege, für Fahrräder. Wie finden Sie denn, dass sich die Fahrradfahrer dann auch verhalten müssten im öffentlichen Nahverkehr? Ist das nur ein Problem, der gleichberechtigt? Ja. Was bedeutet das? Wir können jetzt hier brauchen und wie in die Kamera sind. Wir können gerne reden, wenn ihr wollt. Wir reden doch gerade. Ja, aber hier steht mitten vor den Kameras. Das muss nicht sein. Aber Sie wollen doch gehört werden, Ihre Stimme. Ja, klar. Wollen wir, woher kommt ihr denn? Von welcher? Rocket Beans TV und Neo Magazin Royale. Wir sind live. Das ist ja ein Dialog.
alles klar. Wir stellen ja nur Fragen. Könnt ihr gerne machen, aber wir wollten hier nicht direkt hier vor den anderen verstehe Kameras stehen. Verstehe, verstehe. Das muss eigentlich sein. Ne? Genau, wir gehen okay, bis wir gehen. Aber Sie sind ja auch in unserem Hintergrund. Das ist völlig okay, aber wir können ja trotzdem an der Seite machen. Sie können ja auch Eddie, okay, keine Gewalt hier, keine so, Gewalt. Es ist ein friedlicher Prozess, Eddie. Genau. Es sind, sind ja beides Kamerateams. Ich ganz kurz mal schlichten. Beide haben einen Hintergrund. Wunderbar. Ich glaube, es ist ein emotionales Thema. Es ist wichtig. Da liegen viel Herzblut drin. Ich finde, es wäre besser, wenn wir uns einfach ein bisschen beruhigen. Ich glaube, niemand hat Interesse daran, dass das hier zu einer gewalttätigen Eskalation kommt. Beides Hintergründe. Deswegen finde ich, also das andere Team, Etienne sagt, bei unserem Hintergrund. Was sagt Etienne? Etienne sagt, Fahrradfahrer ja, aber müssen die Fahrradfahrer nicht auch ihren eigenen Teil dazu beitragen? Wozu? Zum Wandel, zum ökologischen Wandel, zu einer guten Luft, zu einer ökologischen Zukunft. Ja. Naja, also ich als Dieselfahrer muss ganz ehrlich sagen, dass hier gerade in Hamburg die Fahrradfahrer, die machen, was sie wollen. Die fahren über rote Ampeln, die fahren in die Einbahnstraßen rein, sie überholen, wo sie nicht überholen dürfen. Und wenn dann ein Autofahrer mal ein bisschen ein Fahrradfahrer anrempelt, dann gibt es gleich Ärger. Also tut mir leid. Ich persönlich fahre tatsächlich Auto, Motorrad und Fahrrad. So, ich kenne alle Perspektiven. Wir haben Tandem, wir sind mit dem Tandem unterwegs tatsächlich. Ich weiß auch, dass ich Fahrradfahrer in der Regel, gefährden in der Regel nicht andere, schon gar keine Autofahrer, sondern die gefährden sich selber. So, also das ist ihre Verantwortung erstmal ein Stück weit, ob sie die eingehen wollen oder nicht. Das müssen sie selber wissen. Also ich fahre irgendwo in der Mitte, manche Leute fahren sehr aggressiv, wenn sie mal auf die Nase fallen, ist es ein Stück weit ihr Problem. Die müssen sich natürlich an die Regeln halten, aber es geht nicht darum, sich an Regeln zu halten, nur damit man die Regel eingehalten hat. Ich meine, wer von euch ist nicht nachts schon mal über eine rote Ampel gegangen zu Fuß oder was? Das macht ja jeder mal. Na dann Punkt. Also, na gut, wenn nachts die Ampel rot ist und niemand da ist, ist die Ampel dann wirklich rot? Das ist ja die Frage. Ja, sie ist interessante rot. Frage. Ja. Sie ist rot, genau. Und so machen das viele Fahrradfahrer auch und das ist auch völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Aber selbstverständlich, jeder Verkehrsteilnehmer muss immer darauf achten, dass er andere nicht gefährdet. Ein Fahrradfahrer darf keine Fußgänger gefährden, er darf andere Fahrradfahrer nicht gefährden. Auch Autofahrer darf er nicht gefährden. Er gefährdet in der Regel keine Autofahrer, aber er darf natürlich Autofahrer nicht stören. Es stimmt ja nicht. In dem Moment, wo der Fahrradfahrer sich gegen die Straßenverkehrsordnung entscheidet, muss ich als Autofahrer reagieren und gefährde dadurch wieder andere. Ich fahre jeden Tag 44 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit, 44 Kilometer. Dann sind Sie mitschuldig. So, ich bin nicht schuldig, sondern ich tue eine ganze Menge dafür, dass die Luft sauber wird. So, was ich jeden Morgen erlebe, wenn ich nach Hamburg fahre, ist eine Katastrophe. Ich werde fast jeden Tag umgefahren, weil die Autofahrer eingeschränkt in ihrem Blickfeld sind. Die haben ihren Fensterholm links, ihren Fensterholm rechts. Also die sehen finde ich, ist mir zu pauschal. Es gibt nicht, so. Es gibt aber nicht aber die Autofahrer. Es, so. Ja. Es gibt auch nicht die also Fahrradfahrer. Drei, wobei, vier kritische Situationen. Ja, ich auch, mit Fahrradfahrern. Ich bin allerdings, okay, aber wie gesagt, Fahrradfahrer sind in der Regel die Schwächeren. Ja. Und ich finde immer, dass der Stärkere auf die Schwächeren achten muss. Das heißt, der Fahrradfahrer muss auf die Fußgänger achten. Ich komme aus einer Gesellschaft, wo der Schwächere hören muss, was der Stärkere macht. Da gehe ich nicht mit. Ich will nicht drauf hören, was der Stärkere macht. Könnten denn Sie zumindest als Pressesprecher, Ihr Wort hat ja ein gewisses Gewicht, könnten Sie zumindest die Fahrradfahrer mal dazu aufrufen, dass Sie sich mit dem im Verkehr ein bisschen zusammenreißen? Ich glaube, dann kommen wir da auch auf einen. Da könnte ich mich drauf einlassen. Vielleicht in die Kamera irgendwie als Botschaft. In der Regel machen wir keine Aufrufe. Ich finde, jeder muss gucken, dass er sich natürlich den Regeln konform verhält. Und da werde ich kaum irgendwie Autofahrer aufrufen, Fahrradfahrer aufrufen oder Fußgänger aufrufen. Jeder muss gucken, dass er regelkonform fährt. Und vor allem wirklich, er darf andere nicht gefährden. Okay, alles da. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Da möchte ich ganz kurz auch noch nur sagen, wir wollen alle bessere Luft in Hamburg. Ja. Aber für dicke Luft sorgen nur die Fahrradfahrer. So, alles da, wunderbar. Okay. Vielen Dank, weiterhin schön. Alles klar, gut, danke. So, ich glaube, das war genug Demokratie für heute. Hat da jemand in unserem Hintergrund? Ich weiß es nicht. Hast du das gehört? Jeder ist schon mal nachts über Rot gegangen. Und so halten es die Fahrradfahrer auch, als ob. Ja, das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Wir haben die Lügen. Die Lügen der Fahrradfahrer haben wir jetzt auf Band. Vor allem, ich glaube, es sind wirklich genauso viele Reporter da wie Demonstranten. Scheiße, ich fand das medienwirksames Thema zu sein. Das ist so ein lockeres Thema. Du hast viel zu leicht nachgegeben. Das war Rhein-Main-TV, die uns weggeschickt haben, weil wir in ihrem Hintergrund stehen. Ich glaube, ich spinne. Rhein-Main-TV stand im Hintergrund von Rocket Beans TV. So ja, war es nämlich. Ja, stimmt. Ich hab nicht dieses Rebellengehen, das du hast. So. Ich wir weiterfahren, gehen wir in die Werbung. Wie gehen wir in die Werbung? Ja gut, dann gehen wir in die Werbung. So, ich fahre gleich weiter an die Elbe. Bis gleich. Ey, komm beruhig dich, Mann. Nee, ey, alles zum Eddie. We are the winners. Watch
Gesicht schlagen sollen. Er hat angefangen. Komm, das war ein bisschen zu krass. Er hat angefangen. So, wir fahren weiter. Zu dem eine Lehre sein. Es geht weiter. Unser Ziel ist immer noch die Elbe. Komm schon, jetzt, wir müssen zur Elbe. Wir kriegen das hin. Warte, warte, warte. Da vorne wird es jetzt gleich abschüssig. Ich sag's nur. Achtung. Achso, nee, warte. Das Problem ist, dass die Pedale nicht synchronisiert sind. Die sind nicht synchronisiert. Los. Warte. Du musst das auch nicht, ganz kurz, Eddie. Du musst beim Starten das nicht so einen krassen Winkel geben. Du kannst auch so starten. Guck mal. Dadurch, wir haben immer dieses Schlagerproblem. Warte doch mal, guck mal, wo meine Pedale ist und wo deine ist. Wie soll das denn gehen? Ja, aber du musst doch nicht den hier machen. Guck mal, das Problem ist, unser Start ist so schlampig, weil wir immer so schlackern. Ich weil du bin so weit Linkshänder. Nach rechts. Das hat doch damit nichts zu tun. Einfach ein bisschen gerade aufrecht. Ja, ist ja gut. So, gerade. Go, 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 go. Warte, so. Achtung, fertig, los geht's. Hier wieder eins. Guck dir das an. Oh, perfekter Start. Vorsicht. Morgen. Klingel. Danke. Danke. Morgen. Wir sind das lustige Tandem-Bike. Wir fahren los und suchen Streit. La 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 la. Die Kamera hängt. Wir fahren durch. Warte. Oh, da hinten ist Meer. Guck mal, wir sehen, da ist ein Schiff. Da ist ein Schiff. Morgen. Wir sind die lustigen Tandem 2. Wuff. Warte, hier links müssen wir. Wir müssen hier links. Morgen. Wir müssen hier links. Hörst du mal auf, alle Leute zu begrüßen? Das ist freundlich. Achtung, hier. Stopp. Hier. Er ist blockiert wieder. Du blockierst wieder. Ja, ich bremse doch! Ich hab doch hier die Bremsen! Du musst nicht ich bremsen! Ich keine Rücktrittsbremse. Ja, nee, ich kann damit nicht leben, dass ich nicht bremsen kann. Hast du auch eine Bremse? Ja, Rücktritt. Nee, ich hab nicht an der Seite, ich hab eine. Ja, aber hör mal auf zu bremsen. Ich mach das doch hier. Du bist nur der Motor. Okay, jetzt grün. Go. Ja, warte. Komm. Ich bin der Boost. Jetzt geht's abwärts gleich. Hier, Achtung. Warte, Bus, Achtung, Gefahr. Freunde. Gefahr. Okay, jetzt auf die Straße, los. Auf die Straße bist du. Auf die Straße. Oh, ey, wir müssen das alles wieder hochfahren, ne? So, jetzt ach du Scheiße. Jetzt geht's ab. Okay. Ole, 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 ole. Vorsicht, Eintracht Frankfurt. Alter. Ole, ole. Ey, wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Wir haben keinen Helm. So, ich bremse, du nicht. Ey, wie kommen wir da wieder hoch, Clementine? Ohne Scheiße. Ey, wir müssen das alles wieder hochfahren, ich fahr das ist ja schon klar. Auf gar keinen Fall fahre ich das wieder hoch. Oh, hier links. Oh, hier, das ist hier, wir fahren hier links rein. Gefährlich. Ich bremse ein bisschen, nur ein bisschen. Puff. Achtung, kommen die da durch. Kommt die Kamera Achtung, da durch. Kamera kommt ah, da durch. Ah, guck mal, hier ist Wasser. Kommen die da durch? Guck mal, hier ist das Meer. Alter, hallo. Ist das geil. Hamburg. Guck mal, hier können wir kurz pausieren. Hamburg, meine Perle. Guck mal, ist das nicht herrlich, der Ausblick? Ist das schön? Komm, wir stellen es mal hier ab. Das müssen wir uns. Schön. Das müssen wir uns einfach mal ist genauer angucken. Das ist doch wunderschön. Also das ist so schön. Das ist wie das Hollywood-Sign in Hollywood. Ach, guck mal, ein Traum. Ey. Guck mal hier, das ist der Flughafen. Ein Traum. Das ist aus Star Wars, das Ding. Was sind das für große Kräne da? Das weiß niemand. Die waren schon hier seit den Azteken. Also das haben die alten römischen Azteken. Ich habe gehört, die sollen jetzt alle gerodet werden. Ist ja, ich finde das schrecklich. Ich finde das ja toll, wenn das noch so naturbelassen ist. Aber das soll ja alles weggeholzt werden. So. Da kommt eine Mall hin. Ich finde es furchtbar. Aber es ist nur meine Meinung. Aber ich finde es einfach furchtbar, dass man dann nicht mal sagt, man kann sowas auch lassen, wie es war. Halt so. Sondern man sagt, ah, neu bauen. Ja, ich finde es auch bescheuert. Aber ich freue mich auf die Mall. Das wird so eine Star Wars Mall. Wirklich? Ja, die heißt Darth Mall. Ja, ich habe gestern ein bisschen viel mit Nils gelabert. Tut mir leid, aber... Worüber redet ihr privat? Worüber redet gar ihr? Nicht. Gar nicht. Es ist einfach mehr so ein telepathisches Ding. Ne, es ist eher so ein therapeutisches Ding. Weißt du, woran ich denke? Dass wir diesen Berg wieder hochfahren müssen. Ich meine, das hat Spaß gemacht. Ehrlich gesagt versuche ich da noch nicht dran zu denken, weil ich dann schlechte Laune kriege. Florentin, darf ich dich mal fragen, wer ist dein bester Freund? Lars. Ernsthaft? Lars Paulsen.
zum März nicht gereicht? Naja, ich weiß nicht, ich bin ja so ein bisschen hinhergerissen. Ich habe ja so verschiedene, ich habe ja noch meinen alten Freundeskreis in München. Ja, ich meine jetzt nicht On-Air-Freund, mit dem man gut kann. Nee, ich meine wirklich so privat. Wenn du jetzt, sage ich mal, einen Weisheitszahn gezogen kriegst, wen rufst du dann abends an? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Lars ist da schon recht weit oben. Einfach weil, aber ist es, ich bin halt, wie gesagt, so ein bisschen hin und her gerissen. So, ich habe in München noch ein paar gute alte Freunde, aber ich meine, ist es, wenn man jemanden nur einmal im Jahr sieht, kann man schlecht sagen, es ist ein bester Freund ja. Oder sowas. Von daher, ich weiß nicht, ich habe so seit ein paar Jahren nicht mehr so den besten Freund einfach so. Und ich habe ein paar gute Freunde hier und da. Das heißt, der Slot ist frei sozusagen. Gut, der Slot ist frei, aber die Ansprüche sind hoch. Also sag mal, ich habe einen besten Freund, erwarte ich schon eine Menge Commitment und auch eine gewisse Form von Wohlstand. Mhm. Und deswegen, ich bin erstmal locker, ich bin frei, Ab welchem Jahresgrundeinkommen, also brutto würdest du sagen, könnte man da mindestens ein, zwei Bitcoin, so weniger. Jahres? Ja. Ein, zwei Bitcoin, ich da nicht drin. Ich muss das mal kurz ausrechnen. Das ist nicht so viel zurzeit. Also das schafft bei uns, das sind ungefähr 14.000 Euro, das schafft bei uns im höheren Level fast jeder. Guck mal, da ist das Meer, oder was? Und das geht, ja, also das ist Flussrichtung, ist das ist rechts. Die Elbe. Ja. So, und in die Richtung geht es Richtung Holland. Oh, hier ist mein Käfer. Ja, ich weiß, der ist da immer. Hallo. Guck mal, hier sind ganz viele kleine rote Leute. Toll, jetzt ist Waldemar weg. Der kommt später wieder. Was ist das wohl? Lauritz.com. Lauritz.com. Ist das etwa das cleverste Sponsoring in der Rocket Beans Geschichte? Vielleicht sollte man da einfach mal reingucken, was das ist. Oh, weißt du, was das ist? Zu Secondhand oder was? Nein, das ist Versteigerung, glaube ich. Da fahren wir hin. Better. Oh, das gucken wir uns an. Da fahren wir hin. Ey, dann ersteigern wir uns was. Wie kommen wir da hin? Aber ey, wenn wir jetzt noch weiter runterfahren, dann müssen wir auch noch weiter hochfahren. Ja, komm, wenn man mal drin ist, so uphill-mäßig, so gelbes Trikot. Ja, okay, nee, komm. Dieses Punktetrikot. Doch. Dann schaffst du es auch hoch. Die Berg ist, glaube ich. Wie ist denn das? So ein Tour de France-Typ, der lässt sich doch irgendwie Urin ins Blut spritzen oder sowas. Ja, oder andersrum, da Blut ins Urin, glaube ich. Damit es noch schneller ist. So, ne? Nicht so, der Winkel ist zu groß, Eddie. Guck mal, der Winkel ist viel zu groß. Du brauchst nicht so einen großen Winkel. Und los geht's. Okay. Die Schwerkraft. Los, nicht bremsen! Nicht bremsen! Ja. Okay. So, und unten müssen wir dann nach rechts. Ja. Hier ist übrigens auch dieses eine berühmte Restaurant von einem dieser Köche. Burger King? Nee, das andere. Hallo. Ist dir scheißegal. Achtung, Achtung. Morgen. Morgen. Oh, ist das geil, wie es hier bergab geht. Achtung. Kommen die da durch? Sag mal, hier kommen wir doch auch zum Hafen. Okay, ich glaube, die von haben wir sie wieder verloren? Ja, die müssen halt langsam fahren, wenn es zu eng ist. Langsam fahren. Da sind sie doch. Achtung, jetzt wird es eine richtig scharfe Rechtskurve. Aber jetzt müssen wir das ein bisschen legen, oder? Hier, ich glaube, dieses Restaurant ist ganz bekannt. Von Hensler oder Storch oder wie der heißt. Fischereihafen-Restaurant. Okay, nicht. Achtung jetzt. Oder und nicht rechts, dass wir den reinfahren. Rechts, nein. Vorsicht. Rechts. Hä? Ist das eine Einbahnstraße? Hier ist eine Schranke? Scheiße. Nee, da können wir doch warte, fahren. Da können wir doch nicht fahren, warte. Klar. Warum denn nicht? Komm, tritt. Ja, und jetzt hier lang. Ist keine Einbahnstraße. Alles richtig gemacht. Achtung, Truck. Wie findest du es hier, Florentin? Ich finde es hier, also es ist ein moderner Touch. Ich weiß aber nicht genau, sind das Wohngebäude oder ist. Also die da oben sahen ein bisschen nach Studenten aus. Nein, das sind hier richtig Richie Rich Restaurants. Alles, was du hier siehst an Restaurant, ist unfassbar teuer. Ja? Unfassbar teuer. Wollen wir auf so eine Speisekarte gucken? Das kostet. Musst du für zahlen. Also auch auf die Speisekarte. So. Ja. Speisekarte kannst du nur gegen Bezahlung angucken. Guck mal hier, guck dir das Auto mal da an. Jörg, zeig das mal. Was ist das? Was ist das für ein Auto? Da, hier, andere Seite. Jörg, hört. Okay, Achtung. Auto. Ey, hier ist Car2Go. Lass uns einfach mit Car2Go nach Hause fahren. Ey, so, pass auf, da ist es. Lauritz. Ah, guck mal. Guck mal hier, Auktionshaus, sag ich doch. Mega gut. Öffnungszeiten 11 bis 18 Uhr. Perfekt. Sollen wir noch mal rein? Ja, klar. Wie, aber müssen wir das dann ersteigern, oder was? Ich hab keine Ahnung, ich war noch nie in einem Auktionshaus.
Aber wir können das doch nicht einfach hier mitten in die Mitte? Okay. Pass auf meinen Rucksack bitte auf, da sind meine Bitcoins drin. Das ist so eine Art eBay. Hier ist übrigens der offizielle Eingang, Florentin. Das ist die jungen Menschen. Willst du mich erstmal fragen, ob wir da überhaupt filmen dürfen? Hier ist halt eine Tür, ich gehe durch den Eingang. So. Ich weiß nicht, ob ich da rein darf. Ach so. Hallo, guten Tag. Ja, warte mal. Hi. Florentin, dürfen wir hier filmen? Wir haben eine Kamera. Wir sind von Rocket Beans TV. Wir filmen gerade die Morning Show und sind so ein bisschen unterwegs in Hamburg. Wäre es okay, wenn wir hier ein bisschen filmen? Wir wollen uns hier mal ein bisschen kurz umgucken. Nee, oder auch hier drin, wenn wir uns ein bisschen umgucken. Hier drin nee. Wollen Sie nicht? Alles klar. Gut, dankeschön. Ah, schade. Schönen Tag. Ach, guck mal, da gibt's geilen Scheiß, ey. Okay. Na ja, gut. Gut, also, wir dürfen leider nicht filmen. Wir können aber zumindest mal rein. Von außen, also, von außen mal reinschießen. Und guck. Aber hier viele Möbel. Das ist voll der Geheimtipp für Ausstattung? Für Ausstattung und so. Guck mal, ich meine Kamin und sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Cool. Das sind, glaube ich, große Kühlschränke. Der Tisch ist wunderschön. Guck mal, hier ist ein Geheimweg. Hier ist ein Geheimweg. Da gehe ich aber nicht rein. Guck mal, hier ist ein Geheimweg. Nee, da gehe ich nicht rein. Vergiss es. Na, Florentin. Da könnten Spritzen liegen. Florentin? Hast du Blair Witch Project gesehen? Ey, das ist ein Geheimweg. Ja, ja. So fangen alle Horrorfilme an, mit einem Geheimweg. Komm, lass mal gucken, was da in dieser einsamen Hütte im Wald ist. Was bedeutet dieses Satan-Symbol? Ach, das ist doch nur Quatsch. Komm, lass uns in den Geheimweg gehen. Oh, wo ist Pete? Pete ist plötzlich weg. Und da ist schon wieder so ein Teufelssymbol. Das wird schon nichts sein. Oh, ein aufgespießter Hirsch. Mitten im Wald. Das machen Hirsche wohl so. Hier ist eine Tür, wo die wohl hinführt. Ah, vielleicht in eine Hotellodge. Aber da ist schon wieder so ein Satanszeichen. Nein, das ist das Logo vom Fünf-Sterne-Hotel mitten im Wald. Ey, da war eine Leiche. Oh. Komm, lass es weiterfahren. Willst du mal nach vorne? Ans Wasser? Wollen wir mal ans Wasser? Das Wasser ist da. Naja, aber so richtig mal so Hand ins Wasser. Ja. So Füße ins Wasser, mal ein bisschen aufregen. So, jetzt kannst du nämlich mal, Ja, Achtung, erst. Warte. Oh. Wie hoch hast du denn den Sattel gemacht? Du musst aber schon ein bisschen ballern, ne? Auf so, wo fahren wir jetzt hin? Na, zum Wasser. Ich würde sagen, links und dann irgendwann rechts. Okay. Halt, nichts machen. Mein Mic. Können wir in der Zwischenzeit mal diese geile Gangschaltung anschauen? Ich weiß nicht, ob du die hier drauf kriegst. Okay, weiter geht's. Warte, kannst du ganz kurz mal neigen? Ich will ganz kurz mal diese Gangschaltung zeigen. Können wir diese Gangschaltung mal sehen? Guck mal, das ist die Gangschaltung. So, in dem Gang sind wir jetzt gerade. Und wenn man den Gang tiefer stellt, what? Das ist eine nahtlose Gangschaltung mit so einer kleinen Art Animation hier, dass man sehen kann, wie schwer der Gang gerade ist. Wie geil ist das denn? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich finde das unfassbar. Okay, los geht's. Warte. Bist du bereit, Eddie? Nee, warte. Ich brauch Boost. Okay, los. Okay. Und los. Los. Achtung, achte bitte auf die Autos. Von links und von rechts können die kommen. Von rechts kommt nichts. Oh, Vorsicht, von links. Vorsicht, stopp. Oh, fuck. Oh, ist alles okay? Das musst du das. Sorry, alles da okay? kam ein Auto. Alles gut. Du darfst nicht so hart bremsen. Ne? Das war scheiße lustig. Sorry, dass ich gelacht habe, aber es sah sehr lustig aus. Die Stimmung kippt schon langsam. Nee, warte, jetzt die lassen wir erstmal alle durch. Ich bin gerade in einer mega schlechten Position zum Anfahren. Ja, kenne ich. Wo? Wo ist der? Gegenüber von. Nach links oder nach rechts? Ich sag dir. Okay. Achtung, warte. Kannst du bitte nicht so stark neigen? Guck mal, der Lenker ist schief. So. Ja, den Lenker kannst du bewegen. Top, die Wette gilt. Los, 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 los. Los! Hör doch. Florentin, du musst lenken. Okay. Das ist die. Ach, du warst schon auf dem härtesten Gang, ne? Warte, was? Oh, Buckelpiste. Oh.
Ich würde mal sagen, da runter klopft, von der Buckelpiste würde ich auch sagen. Da klopft ein Grimme-Preis an die Tür, glaube ich. Und das sind die fancy Restaurants hier. Ich glaube, wir müssen wieder auf die Buckelpiste. Ja, auf die Buckelpiste. Kommt ein Auto entgegen. Buckelpiste. Lala. Oh, ist das anstrengend. Ey, du trittst nicht. Boah. Ey, die gib mal Gas. Du ich geb gar Gas nicht. Die ganze Zeit. Gar nicht. Oh, okay. Jetzt trittst du. Nein, ich hab die ganze Zeit. Nicht dein fucking Ernst, ey. So, jetzt hier rechts. Handzeichen, 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 Handzeichen. Eddie. Hier, Achtung, Wasser. Da steht's. Oh. Wie schön es hier ist, oder? Ich glaube, da kommt die Kamera nicht durch. Oder? Da müssen wir mal hin, da müssen wir hin. Hier rechts, 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 rechts. Da, guck mal, da ja, da kommt die Kamera nicht durch. Wie? Da kommt die Kamera nicht durch. Jetzt sind wir hier auch eingeschlossen. Beim Hamburg Cruise Center. Florentin, da ist ein. Das ja, zu. Ich sehe es ein. Es war ein kleiner Fehler. So. Sollen wir da hoch? Wow! Wow. Sollen wir da hoch? Nee. Okay. Wir wollen noch ans Wasser. Das Wasser ist jetzt hinter so, uns. Doch, jetzt lass uns mal einen Wheelie machen, okay? Nein. Doch, lass uns mal einen Wheelie machen. Nein. Auf drei. Okay. Auf drei richtig treten. Eins, zwei, drei. Kannst du einen Bunny Hop? Fast. Bunny Hop? Warte. Drei. Was? Ja, unsere Pedalen sind nicht gesynkt. Also einfach springen auf drei. Eins, zwei. Mega gut. Mega gut. So, guck mal, ob wir da vorne rechts können. Gib mal Gas. Okay. Ich glaube, wir müssen auch langsam mal wieder zurück. Ja, stimmt schon. Lass uns einmal kurz ins Wasser und dann fahren wir zurück. Fahren wir den scheiß Berg hoch. Ah, hier ist alles zu. Hier ist da alles durch die Stäbe? Durch die Stäbe? Durch die Stäbe? Nicht? Was? Warum nicht die? Warum machst du es denn so kompliziert? Ich wusste nicht, was du mit Stäben meinst. Ja, aber das. Alles gut. Alles gut. 90-Grad-Kurve. Warte, Achtung, hinter uns ein Auto. Achtung, da kommt ein Auto, Leute. Ein Bus. Okay. Nee, komm. Man ihr kann könnt kommen, ihr könnt kommen. Lass uns da vorne fahren, ja, da vorne geht was. Und dann geht's auch wieder schon Richtung Heimat. Ey, warum ist vorne sitzen anstrengender? Ja. Weil du nicht trittst, Eddie. Stimmt nicht. Tu es. Nee, der Chat ist mein Zeuge. Guck mal, hier wird übrigens überall Fisch gemacht. Fisch und noch mehr Fisch. Es riecht auch nach Fisch. Riecht es? Fisch. Es riecht sehr nach Fisch, ja. Meeresfrüchte, sehr Thunfische. Maritime. Ich spucke auf euch. Arme Thunfische. Hier ist Team Herbert Mühle. Ja, nicht zu schnell. Wir verlieren diese. Oh, guck mal hier. Boah, Achtung, das sieht aus wie Achtung, Vorsicht. King Star Trek. Morgen, dankeschön. Guck mal hier. Guck mal. Ach, ist das ein Traum. Guck mal, hier ist sogar ein kleiner Strand. Oh, hier ist ein fucking Strand, ey. Mega gut. Aber ein richtig krasser Strand. Hey Leute, hier ist ein Strand. Ja, hier ist ein Strand, den meine ich. Warte. Aber kommt man da runter? Wahnsinn, irgendwie? Wie kommt man da hin? Hast du so einen Strand schon mal gesehen? Aber kommt ihr da rüber geklettert? Nee, oder? Aber wir klettern runter. Komm, nee, wir müssen einmal ins Wasser, Eddie. Komm, einmal nackbaden. Mein dumme Idee-Radar schlägt gerade aus. Komm, einmal nackbaden. Das muss einmal man alles wieder hochklettern. Da könnten Skorpione zwischen den Steinen es stecken. Es gibt da keine Skorpione in Hamburg, Eddie. Ich gucke dir von oben zu ich will und einmal, kommentiere ich will das einmal. Runterklettern. Also, meine Damen und Herren, Florentin Will, ein junger, dynamischer Moderator aus dem zweiten deutschen Fernsehen. Wagt das. Verrückt. Wie? Wir kriegen Funkabriss, ja, wenn wir nicht zusammenbleiben? Aber wir müssen jetzt schon draufbleiben. Ist das Kohle? Wow, 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 wow. Das ist so dumm. Wenn ich diese lockeren. Guck, das ist. Ah, Florentin. Das ist einfach nicht gut. Das Matthias Schulenberg, kannst hat du mal schon gucken, ob die Milch da noch haltbar ist? Da ist eine Milchpackung links von dir. Ist die noch haltbar? Die? Ja. Das ist Mineralwasser. Ja, kann ich auch für ein Babybrei benutzen. Oh. Sorry, bin ich dran gekommen. Ist ja ein wunderschöner Strand. Ich mache ein tolles Foto von dir. Dann kannst du allen sagen, du bist gerade im Urlaub. Das ist ja wunderschön.
das Meer. Man darf die Krane nicht sehen. Aber hier ist sogar eine Leiter. Hast du eine Leiter? Mach mal ein riesengroßes SOS-Zeichen mit den Steinen. Warte, ich mach noch ein Foto, das sieht ja fantastisch aus, Florentin. Hey! Hilfe! Ich bin hier gestrandet! Das ist ja fantastisch. Ich liebe es. So sind die jungen Leute. Abenteuerlustig, wagemutig. Nichts kann sie aufhalten. Er schafft es wirklich lebendig zurück. Guck dir das an. Wow. Stark. Es war ein unglaubliches Gefühl der Freiheit, der Erleichterung. Stark. Ich fühle mich frisch. Ey, das war frisch. Wirklich. Ich fühle mich frisch. Ich glaube, ich habe jetzt Kraft für den Berg. Das war jetzt genau das, was ich gebraucht habe für den Berg. Ich bin immer noch, ich bin sprachlos. Was? Sie Abmord. Guck mal, da hinten übrigens, da werden Yachten zusammengebaut. Da hinten drinnen. Wow. Da werden die, oder da glaube ich. Da werden die Yachten, da wurde auch die eine Yacht von Abramowitsch oder was, wurde da verlängert, nachdem er gehört hat, dass er nicht die längste Yacht der Welt hat. Und so, da ist so, und da werden auch Yachten geputzt. Da ist eine Yachtwaschanlage. Ich weiß das, weil ich bin per Du mit denen. Ich bin da, lass da, also wo soll ich sonst meine Yacht waschen lassen? Deshalb weiß ich das. Oder vielleicht, weil ich eine Hafenrundfahrt gemacht habe. Guck mal, da hinten ist sogar ein Segelschiff, das ist ein Piratenschiff. Ja, da sind noch alte Piraten von früher. Müssen wir jetzt Abmord oder machen wir noch einen Berg? So, wir können auch noch den Berg hochfahren. Aber eigentlich ist es gleich Abmord. Hä? Eigentlich ist es gleich Abmord. Eigentlich heißt für mich immer... So oder so, auch wenn wir jetzt die Abmord machen und das Moin Moin beenden, wir werden auf jeden Fall diesen Berg noch selber hochladen. Wir werden nicht einfach das Tandem ins Auto laden und nach Hause fahren. Wir werden natürlich noch... Obwohl... Haben wir ein Auto? Wir haben ein Auto. Wo? Andreas. Ja, wo denn? Der sollte uns die ganze Zeit verfolgen. Ja, ich glaube, wir haben ihn schon lange verloren. Das geht doch gar nicht. Wir sind ja dauernd durch irgendwelche Pöller gefahren. Und er hat übrigens gesagt, wenn wir ihn verlieren, sollen wir ihm sagen, wo wir sind. Hat das irgendjemand gemacht? Eddie, ich hatte Spaß. Ich hatte einen schönen Ausflug. Florentin, das war ganz toll. Ey, das war richtig toll. Was ein Zufall, dass wir uns getroffen haben. Totaler Zufall, immer wieder. Ne? Das war, ich war einfach so, ich dachte immer, Moin Moin aus der Fußgängerzone. Ich wollte so ein paar lustige Umfragen machen. Ja, Wahnsinn. Was du da? Das ist unglaublich. Also unglaublich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Es wird ein richtig geiler Tag. Jetzt geht's weiter mit Dark Souls. Jetzt erstmal den ganzen Tag live. Und danach seht ihr Warcraft 3, 17 Uhr bis 19 Uhr. Meine große Challenge gegen Honor. Ich habe viel trainiert, bleibt dran. Ansonsten, aber jetzt geht's live weiter. Heute Abend, heute Abend wird's richtig geil. Ach, jetzt Kino, ich Plus, Kino Plus Wolfgang M. Schmidt ist zu geil. Gast. Und geil. Florentin Will, meine Damen und Herren. Heute bei Kino Plus wird eine richtig gute Ausgabe. Eigentlich, ihr müsst gar nicht wegschalten, ihr könnt gleich dranbleiben. Ist ein richtig geiler Tag. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Übrigens, ich verdiene mehr als 2 Bitcoins im Jahr. Ja, wirklich? Ja. Also aber vielleicht kannst du zweite nochmal. Yacht, ist das nicht im Kopf? Du kannst ja nicht auf beiden Yachten gleichzeitig sein. Wie das machst stimmt. du das dann? Naja, ich habe so ein Hologramm auf der einen. Ach. Entertainment-Hologramm. Diese Szene aus Episode 5, wo in diesen AT-ATs so ein ganz winziges Hologramm genau, von so Darth Vader ist. Was soll das? So ein Aschenbecher-Hologramm. Total.